hallo? Hört man mich? Hört ihr mich? Ist der Ton da? Hallo, hört ihr mich? Wunderbar. Jeff Jarvis ist ein Umfaller, ist meine These. Ganz schnell noch ein paar Worte zu mir. Ich bin Studienleiterin für Modejournalismus, Medienkommunikation an der AMD Akademie Mode und Design hier in München. Sie finden uns in der Infanteriestraße. Sie finden uns aber auch im Netz, natürlich unter www.amdnet.de. Doch jetzt zu Jeff Jarvis. Der ist ein Umfaller, behaupte ich. Dazu müssen wir erstmal erklären, was ein Umfaller ist. Das ist ein journalistischer Begriff in Deutschland seit 1991. Kohls Steuerlüge brachte Kohl als Titelbild zum Umfaller auf der Bild. Er ist also von seiner ursprünglichen Position abgesprungen. Was aber hat jetzt Jeff Jarvis mit dem Umfaller zu tun? Jeff Jarvis ist ein Internet-Guru und hat 2009 in diesem Buch What Would Google Do? Das Gedruckte für tot erklärt. Kurioserweise erklärt er das Gedruckte für tot und das macht er in einem Produkt, gedruckten Produkt. Das ist natürlich etwas paradox, klar, aber warum macht er das? Weil er weiß, dass Print Ästhetik kann. Print bringt Geld. Print bleibt und Print adelt. Das machen noch so ein paar andere Blogger in Deutschland. Unser Vorzeigeblogger in diesem Land ist Sascha Lobo, der verdient auch ganz gerne Geld im Print. Oder auch aus der Fashion-Szene Adriano Sack von der Welt am Sonntag, der als Fashion-Blogger seinen Blog auch als Magazin herausbringt. So, wo ist jetzt aber Jeff Jarvis Umfaller? Ganz einfach. Im April diesen Jahres kam er genau mit diesem Zitat in die Schlagzeilen. Ich habe nichts gegen Gedrucktes, es funktioniert nur nicht mehr als alleiniges Geschäftsmodell. Also von Print ist tot, Print lebt, nur nicht allein. Nun, das wussten wir auch vorher schon, aber Jeff Jarvis ist deswegen für uns ein Umfaller. Das bestätigt auch Wolfgang Riepel. Wer zum Teufel ist das jetzt nochmal? Der hat das Riepelsche Gesetz vor 100 Jahren, es ist also ein Jubiläum, verschriftlicht, und zwar in seiner Dissertation. Ein Gesetz ist es erst über die Medienwissenschaftler geworden. Er meinte es als Grundsatz. Der lautet ungefähr so. Neue Medien haben alte nie verdrängt. Es entstehen Koexistenzen und Analogien. Also, nach dem Buch kam die Zeitung, kam der Hörfunk, kam der Film, kam das Fernsehen und dann das Internet und alles ist noch da, wenn auch die alten Formen sich verändert haben. Das ist ähnlich wie mit dem Transportweg. Es ist ja auch so, dass wir heute noch Fahrrad fahren, obwohl es Autos gibt. Dennoch, in den letzten 10 Jahren sind die Auflagenzahlen der Tageszeitungen und Publikumszeitschriften zurückgegangen. Auch die Mediennutzungszeit in Deutschland für Zeitungen sind zurückgegangen, wie auch für Hörfunk und Fernsehen. Klar, dafür kommt ja auch ein neues Medium hinzu. Seit wann wird denn überhaupt das Ende der Zeitung beschrieben? Jetzt mal eine Frage echt an euch im Publikum. Was glaubt ihr, seit wann schreibt man die Zeitungen tot? Wer hat da eine Ahnung? Ungefähr. Seit es Radio gibt. Vielen Dank, so ist es. Seit etwa 90 Jahren heißt es, die Zeitung gibt es nicht mehr lange. Aber jetzt hat sich ja alles geändert. Ja? Es gibt ja ein neues Medium, wie hier steht. Ich zitiere hier jemanden, der findet, dass dieses neue Medium so selbstverständlich im neuen Alltag ist, wie fließendes Wasser und das Auto. Um welches Medium geht es hier? Was glauben Sie? Ich brauche wieder das Publikum. Weiß es jemand? Um welches? Ums Internet, ja, genau. Es geht ums Fernsehen, nicht ums Internet. Das ist nämlich der Trugschluss. Schon 1971 wurde diese Frage gestellt, ob Print stirbt. Es wurde auch gleich von dem Journalisten von der Washington Post die Antwort geliefert, nö, Print stirbt nicht, muss nur Platz machen für was Neues. Und jetzt ist Print schon wieder unter Druck. Und es gibt sogar ein Todesdatum. Seit 2004 in der Publikation The Vanishing Newspaper schrieb Philipp Meyer, die Zeitung wird im Internet beerdigt und zwar im Jahr 2043. Denn jetzt kommt ein neuer Feind und dieser Feind ist das Internet. Und da ist alles anders. Das Riepelsche Gesetz gilt jetzt angeblich nicht mehr, denn die Zukunft ist, es wird nur noch geklickt und nicht mehr geblättert. Der Beweis ist angeblich,
das Zeitungssterben und der Erfolg der Blogger. Und wenn wir heute von Blogger sprechen, müssen wir natürlich von ihr sprechen, von der Arianna Huffington, die mit ihrer Huffington Post international erfolgreich ist. Und seit dieser Woche gibt es sie auch in Deutschland online natürlich. Und das ist jetzt auch gleich das Problem. Auch wenn dieses Blatt online Gewinne abwerfen wird oder abwirft, wie es in den USA schon gewesen ist, die Autoren bleiben unbezahlt und das geht natürlich gar nicht. Und das große Problem überhaupt ist, wie kommt man denn zu Paid Content in dieser komischen Netzangelegenheit? Da gibt es leider einen verfluchten Geburtsfehler. Dieses Wort hat nämlich Kai Diekmann geprägt, der Chefredakteur der Bild-Zeitung. Und durch diesen Geburtsfehler herrscht eine Kostenloskultur für journalistische Inhalte im Netz. Ja, sowas wie iTunes, das hätte uns allen auch einfallen können, ist uns aber nicht eingefallen. Und deswegen geht es jetzt den Berg runter mit den Zeitungen. Und wir fangen an zu jammern. Das nahm sehr zu, dass wir uns alle sehr leid taten und selber schlecht machten, aber Ideen hatte keiner. Wie kam es denn überhaupt dazu? In einer ersten Phase hieß es Print gegen Online und es tauchte die Arroganz der Journalisten, der Printjournalisten auf. In einer zweiten Phase hieß es Online first und dann tauchte die Online-Arroganz auf. Online wurde jetzt zum Opium für die Medien. Alle waren vom Virus befallen. Ab sofort nur noch digitale Welt. Jetzt aber ist die dritte Phase eingeläutet mit Print is back. Das sagte jedenfalls hier in einer Schlagzeile das Branchenblatt Horizont. Dieser neue Trend hat zwei Namen. Einmal tradigital, also die Gleichzeitigkeit von traditionellem Handwerk und in der digitalen Welt gleichzeitig zu Hause zu sein. Das rief ein Journalismusprofessor der legendären Columbia University of Journalism in New York aus. Der zweite Trend heißt neoanalog, im Unterschied übrigens zu postdigital. Postdigital kann es ja gar nicht geben. Das hieß ja, wir können das Digitale abschaffen. Das geht genauso wenig, wie dass wir das Internet abschalten können. Also neoanalog, und neoanalog heißt, ein Begriff übrigens, der von Stefan Baumann geprägt wurde, 2010, ist noch nicht sehr geläufig. Es bezeichnet aber die gleichzeitige Nutzung von digitalen und analogen Inhalten. Dazu ein schönes Beispiel aus der Medienkunst. Das haben Sie sicherlich auch schon mal ausprobiert, über Google Maps einen Ort zu suchen. Und da tauchen immer diese roten Marker auf. Und die hat der Medienkünstler aus Berlin, Aram Bartol, bei seinem Projekt tatsächlich reell umgesetzt. Also von digital gleichzeitig zu analog. Das heißt also, nicht klicken statt blättern, sondern klicken und blättern ist die Devise. Und jetzt kommt ausgerechnet von Arianna Huffington unverhoffter Zuspruch für den Print, indem sie nämlich sagt, dass es offenbar ein Gen fürs Print geben muss und sie spricht dem Print durchaus Berechtigung zu. Generell ist es so, wir müssen unterscheiden bei Printprodukten zwischen Büchern, Zeitschriften, Wochenzeitungen und Tageszeitungen. Denn für diese ersten drei herrscht in der Tat so etwas wie Entwarnung. Hier, das sind Entschleunigungsmedien. Hier werden Hintergründe geliefert. Sie nehmen nicht teil an der Hatz im Internet. Sie haben Zeit. Sie sind mobil und sie nehmen teil an einer sinnlichen Partizipation der Mediennutzung, anders als bei den elektronischen Medien. Der ganz große Unterschied zu den Büchern und den journalistischen Inhalten im Netz ist, dass es hier keine Kostenloskultur gibt. Alle Bücherformen, die wir natürlich übrigens online alle bestellen können, kosten hier Geld. Die Wochenzeitungen sind ein wunderbares Riebelbeispiel für das Gesetz und unser schönstes Beispiel in Deutschland ist natürlich die Zeit mit diesem wunderbar smarten und kompetenten Chefredakteur Giovanni Di Lorenzo, der nämlich geschafft hat, dass er jetzt die 500.000-Grenze an Exemplaren an Druckauflage überschritten hat und seit 2004 die Auflage um 20% steigern konnte. Das gelang ihm unter anderem, weil er andere Themen bespielt, als es eben alle machen, nämlich eigene Themen aufs Heft bringt. Aber auch zum Printuntergangsgerede hatte er natürlich eine Haltung. Da habe ich ihn gefragt im Akademiegespräch der Akademie der Bayerischen Presse,
Und da sagte auch er, wir sind wirklich Weltmeister in der Selbstdemontage. Wir haben allerdings tatsächlich ein Sorgenkind und das ist die Tageszeitung. Wer liest denn schon Tageszeitung? Diese Frage hat dieser, ich möchte mal sagen, Vorzeigejournalist aus Deutschland gestellt. Jetzt habe ich eine Frage ans Publikum. Diese Frage hier, wer liest denn schon Tageszeitung? Wann, glauben Sie, hat er die gestellt? 86. Wie kommen Sie auf 86? Nur geschätzt. Erst nachdenken, dann antworten. Es war 93 und mit dieser Zeitangabe hatte der Grund für das Nicht-Gelesen-Werden nichts mit dem Internet zu tun. Warum werden Tageszeitungen nicht gelesen? Das liegt manchmal auch am Inhalt und an der Gleichgültigkeit der Autoren gegenüber ihren Lesern. Und dieser Tage kam eben auch Michael Haller mit seinen Thesen zur aktuellen Zeitungsdebatte. Und er macht damit drei Missverständnisse auf. Seine Thesen sind alle abrufbar im Netz unter spiegel.de. Das erste Missverständnis ist in der Tat, es hat nichts mit dem Internet zu tun, sondern die Krise kam schon vorher. Das zweite Missverständnis ist das unverstandene Publikum. Oder der Leser ist doch nicht blöd, denn er merkt, wenn die Texte allzu PR-getrieben sind. Und so sinkt natürlich die Glaubwürdigkeit des Journalismus. Drittes Missverständnis nach Haller, das journalistische Angebot, denn konfektionierte Texte nehmen leider zu. Das heißt, wir haben die Lösung, die hat tatsächlich Heribert Prantl von der SZ schon 2008 formuliert, dass wir Hintergründe liefern, Analysen eingeben, die mit Sprachsubstanz, Gründlichkeit und Tiefgang uns konzentrieren können im Print. Es gibt also Lösungen. Die Zeitung wird nicht ändern, aber sie muss sich ändern. Die Tageszeitung muss auch nicht enden, aber auch sie muss sich ändern. Die Tageszeitungsjournalisten brauchen nur die Einsicht, dass sie nicht mehr mit dem Geschehnis von vor zwei Tagen aufmachen können. Also wenn der FC Bayern am Samstagnachmittag gewinnt, dann sollte das am Montagmorgen als Ergebnis nicht draufstehen auf der Zeitung, sondern die Nachricht dahinter schon sollte die neue Nachricht der Tageszeitung sein. Die Tageszeitung bisher, wie wir sie bisher kannten, ist also tot. Aber es lebe die Tageszeitung. Jetzt könnte es Entwarnung geben. Was steht dem noch im Weg? Ganz einfach. Solange Geschäftsführer, Verleger oder Verlagsleiter nur ein Geschäftsmodell im Journalismus sehen, gibt es keine Entwarnung. Wenn sie wieder eine journalistische Haltung bekommen, dann ist eine Entwarnung möglich. Denn die Probleme sind hausgemacht und nicht nur im Internet und in der Wirtschaftskrise zu suchen. Drei deutsche Beispiele habe ich hier für Sie. Die drei hier sind nicht die drei von der Tankstelle, sondern es sind drei ganz großen Verleger. Die wollen alle Geld verdienen im Netz. Das machen sie jetzt mit journalismusfernen Inhalten. Das heißt, Oder verkauft Tierfutter online, Gruner und Jahr verkauft Babyartikel und Springer, Herr Döpfner ist nämlich ein Jogging-Fan, hat jetzt eine Fitnessdaten-App. Das können Sie ruhig tun, wenn Sie dieses Geld wieder investieren in den Print. Was tun Sie denn mit Ihrem Print? Nun, Burda bringt zwei ganz veritable Hefte heraus. Gruner und Jahr hat in den letzten 10 Jahren einige gute Hefte herausgebracht, die es im Übrigen auch alle gibt. Noch gibt, natürlich. Das Lieblingsbeispiel von Gruner und Jahr ist seit vorgestern die Couch. Couch hat nämlich, ist zum ersten Mal bei den IVW-Zahlen aufgetaucht und verkauft tatsächlich 170.000 Exemplare. Aber der ganz große Liebling des Prinz ist tatsächlich die Landlust, die es geschafft hat, von der Nische zum Publikumsliebling zu werden. Ein kleiner Verlag, der Landwirtschaftsverlag in Münster, schafft es also, ein Millionenblatt auf den Markt zu bringen. Die großen Verlage machen allerdings viele Revivals, geben Supplements auf, es erscheinen Specials. Seit vorgestern wissen wir, dass Zeitmagazin auch international und andere kleine Verlage bringen auch sehr veritable, gute, neue Hefte auf den Markt. Und was macht Springer? Nun, Springer schafft sich irgendwie selber ab, wenn man mal auf Saracensis Deutsch antworten möchte. Er macht den Ausverkauf und schafft sogar lukrative Blätter ab, die eine Rendite von fast 20% gebracht haben, verkauft sie einfach.
Nun, Springer ist offenbar nicht mehr an Journalismus interessiert, sondern ist zu einem digitalen Großhändler geworden. Okay. Blätter abgestoßen hat Gruner und Jahr auch. Das Drama um Gruner und Jahr Wirtschaftspresse fing offenbar auch schon früher an, als nur, dass die Financial Times Deutschland, die FTD, eingestellt wurde. Ja, die wurde eingestellt, aber die anderen drei Blätter, die gibt es nach wie vor. Darüber spricht keiner. Nur darüber, dass die FTD eingestellt wurde. Kapital erscheint nach wie vor bei Gruner und Jahr und auch Impulse und Börse Online erscheinen. Warum machen wir immer so eine große Sause, fragt Gabriele Fischer von Brand 1, wenn ein Heft pleite geht. Wenn die Autobranche in Krise gerät, schaffen wir dann Autos ab? Wenn die Zeichen nach unten gehen, was tun wir dann, wenn Krise ist? Na, wir versuchen, dass die Zeichen wieder nach oben gehen und wir erklären etwas nicht tot. Bei Online-Angeboten ist es nämlich oft auch so, dass irgendwann ein Printtitel daraus wird. So geschehen dieser Tage ganz aktuell. Das ist eine Website von Gruner und Jahr, chefkoch.de. Das ist eine Website von Burda, Kochrezept. Beide erscheinen nächste Woche als Printheft. Das sind genau die Koexistenzen, die Wolfgang Riepel meinte. Eine reine Online-Zeitung im Übrigen ohne etabliertes Printmutterblatt funktioniert übrigens nicht. Da bin ich gerne bereit, mal ein paar Jahre zurückzugehen und daran zu erinnern, dass die Netzzeitung ein Online-Opfer wurde. Bei Journalismus im Netz geht es nämlich eben nicht um die Newcomer, die den Ton angeben, sondern es sind die etablierten Printmarken im journalistischen Bereich, die den Ton angeben, von spiegel.de bis bild.de. Und bislang ist noch kein Printtitel deswegen eingegangen, weil der Online-Auftritt so toll war. Was tun wir also bei Auflagenschwund? Verkaufen wir hysterisch wie Springer? Wo ist überhaupt das Problem? Dafür haben wir vorgestern eine Antwort bekommen, hier auf den Medientagen in der Elefantenrunde. Das Problem ist die Jugend, sagte Dirk Ippen, der Verleger. Entweder sind sie online, sie schlafen oder sie sind tot. Damit hat er ja nicht Unrecht, nur das heißt nicht, dass wir deswegen die Zeitung abschaffen müssen, sondern wir müssen Zeitungen machen, die auch von Jugendlichen gelesen werden. Also müssen die Zeitungen sich ändern und nicht die Zeitungen abgeschafft werden oder die Jugend abgeschafft werden. Probleme sind also genug auf dem Schirm für die Zeitungskrise, aber welche sind es wirklich, die jetzt Schuld daran tragen, dass es Krise gibt? Internet, Blogger, Twitter und Co. sind nur zum Teil das Problem. Auch die Wirtschaftskrise und auch die Jugend ist nur zum Teil das Problem. Die Kostenloskultur war natürlich ein Problem. Die Fehlentscheidungen der Verlage sind sicher ein Problem. Tja, vielleicht gibt es auch diese These. Vielleicht sollten sich die Verleger in den oberen Etagen der Verlage mal nicht nur Big Business spielen, sondern sich auch um Journalismus kümmern. Deswegen habe ich das in dem Fall hier mal so geschrieben, damit deutlich wird, wie wichtig Journalismus ist. Journalismus ist nicht so, dass sie dann als Verleger mit Schrauben handeln. Ja, mit Schrauben kann man auch Geld verdienen. Aber eine Haltung muss man als journalistischer Verleger eben auch an den Tag legen. Was bleibt uns also? Nicht mehr auf Verleger hören. Das sagt nicht ich, das sagt Kurt Schnimm, der große Redakteur der berühmte Redakteur des Spiegel, der hat auf der Jahrestagung des Netzwerk Recherche seine Thesen veröffentlicht. Dazu gehören diese Verlegerirrtümer. Dazu gehört aber auch, dass man sich überlegt, wie können Zeitungen überleben, indem die Tageszeitung zur Wochenzeitung wird, die Wochenzeitung zum Monatsmagazin und so weiter. Und ganz zum Schluss kommt der Mann ins Spiel. Das ist Warren Buffett, der reichste Mann der Welt oder immer mal wieder der reichste Mann der Welt. Wenn der was macht, wird es meistens zu Gold. Und das Letzte, was er gemacht hat, ist, er kauft eine Tageszeitung nach der anderen und macht damit den Antidöpfner. Und jetzt kam er. Der Typ hier, der so süß schauen kann, er hat nicht unbedingt was Süßes, aber zumindest was Interessantes gemacht. Er hat nämlich als ein Anbieter einer Online-Marke, Entschuldigung, die Washington Post gekauft und damit macht auch er den Antidöpfner und rettet ein Stück Medienkultur. Wir haben die Wahl, meine Damen und Herren. Noch nie konnten wir aus so vielen Medienarten wählen. Alles und immer. Warum sollten wir eigentlich eines davon abschaffen?
Das hätte Riebel nicht gewollt und das wollte ja nicht mal Jeff Jarvis. Damit bin ich mit meinen Thesen am Ende und wenn ich jetzt noch ein Zeichen aus der Regie bekomme, könnten wir unseren Abspieler noch bringen. Ich würde Ihnen noch gerne zeigen, aus dem Jahr 2008 im Netz gefunden, wie man mit Print und mit digitalen Produkten umgehen kann. Vielen Dank. Kann es abgespielt werden an die Regie? Super. Dankeschön und viel Spaß. Nein, forget it. Ja, nein, forget it. Nein, wir brauchen die Scripts vor dem Meeting. Ja, sonst committet sich die Sache nicht. Ja, so kriegen wir denn die nie through the door. Through the door. Durch die Tür, Mann. Vanessa, Darling, besorg mir das Wetter in L.A. Ja, ich muss vorher noch unbedingt in die Zentrale und mir ein Hemd kaufen, ja? Ja, und check mal ab, ob der Sales Manager available ist, ja? Wir brauchen die Notes vor dem Pitching, sonst können wir unpacking. Ja, sonst kommen wir in Devil's Kitchen. Ach, Vanessa, ja? Guck mal, meine Frau hat Hochzeitstag heute, genau. Schickst ihr was Nettes, paar Blumen, genau, Karte dazu. Meine liebe Susi, Quatsch, Gabi. Glaube ich. Schau doch mal in meinem Outlook nach, ja? Danke. Ja, wie geil ist das denn? Sebastian, alter Sackgesicht. Tim, alte Hackfresse. Wie läuft's? Optimal. Bin jetzt Junior Creative Assistant Consulting Director im Development für Asset Marketing. Und Frau? Frau, Model 90-60-90. Auf Frau. Super Frau, Topmodel 91-61-91. Kinder? Kinder! Kinder auf zweisprachiger Schule angemeldet. 1,7 Stück werden nächste Woche 3. Auch Kinder? Auch super Kinder auf viersprachige Schule angemeldet. 3 Stück werden nächste Woche gezeugt. Eine Latte bitte. Eine Latte. Als Triple Grand Half Decaf, 2 Pumps of White Mocha oder lieber als Soy Milk Extra Whip Cream Double Mocha. Ja, dann nehme ich lieber einen Espresso. Einen Espresso. Fräulein? Für mich bitte den Espresso, aber Doppio con Latte. Und wenn es geht, die Latte bitte als Triple Grand Soy Latte. Und das Ganze bitte als Double Income No Kids Meal Fruity Macadamia Nut Cherry Crisp Horizon. Mhm. Für mich bitte dasselbe. Oh, MacBook Air? Ja, Sony? Logo ist das Beste, super flach, Display 13 Zoll. Ist nix gegen das hier, ultraflach, Display 14 Zoll. Ist da nix gegen das hier, Gehäuse aus Aluminium. Ist nix gegen das hier, Gehäuse aus Titan. Ist da nix gegen das hier, Internet via WLAN und Handy. Ist nichts gegen das hier. Was denn das? Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Das ist ja ultraflach. Und ein Riesendisplay. Wie heißt denn das Teil? Zeitung. Zeitung! Stranger Name. Mir wäre das Display ja zu groß. Ach, das ist kein Problem, das lässt sich ganz einfach verkleinern mit der Knick- und Push-Funktion. Wie geil ist das denn? Und hier, Akkulaufzeit. Unendlich. Das Teil hat eine Technologie, die ohne Strom auskommt. Wo schließe ich denn hier den Drucker an? Braucht keinen Drucker mehr. Der Inhalt ist hier immer schon automatisch gedruckt. Ja, aber die Maus, wo kannst du da die Maus anschließen? Braucht keine Maus mehr. Das Teil hat eine Technologie, die heißt Blättern. Hier, Wetter in L.A. Oder hier, mit integrierter Spielekonsole für total coole Spiele. Wow, Zeiträtsel hört sich mega hip an. Ja, ist der heißeste Trend in der Lateinlehrerszene. Irre! Ja, oder hier, Online-Shopping, da finden Sie alles, vom Klopapier bis zum neuen Partner. SZ-Shop, irre, da gibt's ja mehr Krempel als bei eBay. Ja, oder hier, was für Wellness-Hungrige, das ist ein Entspannungsprogramm, das über Stunden für völlige Leere im Gehirn sorgt. Wow, Post von Wagner, interessant. Kann man die ganzen Infos auch speichern? Na, ganz einfach, mit der neuartigen Strip-Out-Funktion. Man reißt die News einfach aus der Page und archiviert sie dann mit Drag-and-Drop in der S-Pocket. In der was? Gesäßtasche. Wie geil ist das denn? Wo kann man so ein Teil kaufen? Bei mir im Laden. Im Laden? Also immer on demand oder was? Nee, ich hab das sogar als Flatrate. Als Flatrate? Ja, wir nennen es Abo. Wie geil ist das denn?